Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, heute habe ich euch mal ein bisschen was anderes mitgebracht, das was wir schon die ganze Zeit hier vermisst haben, also nicht nur auf meinem Kanal, sondern grundsätzlich bei den meisten Scambaitern. Wir haben mal wieder ein bisschen was mit Lotto am Laufen hier. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser neuen Ziehung. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Stein ist mein Name, steht mit Gerold Steiner. Ich melde mich von der Online-Medienagentur. Sie haben am 11. September 2021 sich bei Lunch for Free und for You Online registriert. Ah ja, von der Online-Medienagentur. Also nichtssagender geht's quasi nicht. Das ist kein Firmenname. Aha. Dadurch haben Sie Reisen in Wert von 798 Euro. Sowie ein Preis in Wert von mindestens 500 Euro. Okay. Also Sie bekommen innerhalb von 2 bis 3 Werktagen per Post 2 Reisen im Gesamtwert von 798 Euro. Oh, das ist ja cool, ja. Und wohin? Außer, das geht einmal nach Costa Brava Barcelona und der andere nach Norditalien Garasi. Ah ja, cool. Und außer diesen Reisen bekommen Sie Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro. Sie sind einer von den griechischen Kandidaten, die ausgelost worden sind. Diese bekommen Sie entweder in Form von 500 Euro in bar überwiesen oder eine 8-tägige Flugreise in Wert von 799 Euro. Die Preise, die hier angesprochen werden, die ich hier angeblich bereits schon gesichert habe, ja, die sind nichts wert. Die Reisen kann man sich quer irgendwo hinten reinschieben, denn, naja, da steht vielleicht eine Summe drauf, die ich damit einlösen kann und einen Gutscheincode. Das Ganze führt aber eigentlich nur zu einer Webseite, ja, zu einem Preis, der im Grunde genommen sowieso schon da stand. Nur halt, ja, dass ich dafür einen Code habe, aber sich da eigentlich am Preis nichts ändert. Und selbst wenn ich da irgendwas sparen sollte, dann ist das immer mit Verpflichtungen verbunden. Das heißt, ich kann dieses Hotel nur besuchen, wenn ich dort auch alles an, ja, an Essen oder Trinken nur im Hotel kaufe. Und, ja, oder halt bezahle und es nicht nutze. Das ist denen egal, aber unterm Strich bin ich dann dazu verpflichtet, auch ja, im Hotel zu essen. Ja, oder irgendwelche anderen lustigen Kaffeefahrten, die man dann noch mitmachen muss und natürlich auch separat bezahlen. Das heißt, die Gutscheine, die sind überhaupt nichts wert. Wenn man die verkaufen wollen würde, dann müsste man eher noch Geld bekommen, als dass man dafür Geld selbst einnimmt. Das ist absoluter Blödsinn und Augenwischerei. Gewonnen hat man hier in der Tat eigentlich nichts, außer jede Menge Blödsinn. Also, dort alle Reisen sind für 2 Personen. Das inklusiv hin und bitteschön. Also, wie viele Preise habe ich da jetzt? 2 oder 3? Sie haben 3 Prämien erzielt insgesamt, Herr Steiner. Ach, 3 Ihre sogar. Erste, genau, Ihre erste Prämien sind die beiden Reisen. Ah ja, und cool. Außer diesen Reisen bekommen Sie Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro. Wie gesagt, Sie sind einer von den griechischen Kandidaten, die ausgelost worden sind. Diese bekommen Sie entweder in Form von 500 Euro in bar überwiesen oder eine 8-tägige Flugreise in Wert von 799 Euro. Dort alle Reisen sind für 2 Personen, inklusive Hin- und Rückflug, Übernachtung, Frühstück mit einer unbefristeten Gültigkeit. Auf Wunsch können Sie die auch schenken, verkaufen, da diese frei übertragbar sind. Herr Steiner, ein kurzer Datenabgleich, um Fehler zu vermeiden. Sie sind wohnhaft in Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin. Ist das so aktuell bei Ihnen? Das ist richtig, ja. Okay, und zur Überprüfung Ihrer Person einmal Ihr Geburtsdatum, bitte. Ja, das ist der 17.07.92. Genau, ich veranlasse, dass Ihnen in den nächsten Tagen alles per Post zugesendet wird. Naja, bis jetzt veranlasst sie mit Sicherheit erstmal noch überhaupt nichts, denn man hat hier nichts gewonnen. Man kriegt überhaupt nichts an dieser Stelle zugeschickt. Denn das eigentliche Verkaufsgespräch, worum es hier wirklich geht, wo man dann wirklich Post zugeschickt bekommt, das folgt jetzt erst.
Dann Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro. Das erhalten Sie separat per Banküberweisung. Auf welche Bankverbindung möchten Sie die haben? Mit welcher Bank arbeiten Sie denn zusammen? Dass man hier bei denen nichts ausbezahlt bekommt. Ich denke, das sollte selbstverständlich und klar sein. Also da muss ich gar nicht so viel darüber erzählen. Das hier ist im Grunde genommen nur die Vorbereitung dazu, dass man was von eurem Konto abbuchen und nicht darauf überweisen möchte. Da bin ich bei der Landesbank. Okay, wie lautet die IBAN oder die Kontonummer? Da habe ich die IBAN. Also da muss ich mal mein Portemonnaie holen. Da muss ich mal auf die Karte gucken. Und wann wird denn das ausgezahlt? Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro bekommen Sie nach 3 Monaten. Und bis dahin werden Sie mit Ihrer dritten Prämie 3 Monate lang an unserer Sonderaktion dabei sein, Herr Steiner. Das erkläre ich Ihnen auch gleich. Mhm. Ja, die tolle Sonderaktion, die Sie jetzt hier anpreist, das ist eigentlich auch nur der eigentliche Grund des Anrufs. Nicht, dass ich hier irgendwas angeblich gewonnen habe. Das ist halt einfach nicht der Fall. Das, was man hier dazu geschickt bekommt, ist nichts anderes als Augenwischerei und Verarsche, um die Leute irgendwie ruhig zu stellen, dass man irgendwas gewonnen hat, angeblich. Und weil man sich auf seinen Gewinn freut, macht man da auch mit. Da man hier die Kontonummer schon vor dem Angebot eigentlich durchgegeben hat, haben die alle eure Daten. Das heißt, ob ihr da jetzt noch zustimmt oder nicht, es könnte sein, dass der Vertrag trotzdem kommt. So, dann habe ich jetzt hier die IBAN. So, das ist dann die DE 43100500000920018963. Also ich weiß nicht, ob ich alles mitbekommen habe. Ich wiederhole es Ihnen nochmal, Herr Steiner. Mhm. Also DE 43 100. Ja. Die 5. Ja. Dann kommt 24 mal die 0. Ja. Dann kommt die 9200. Nee, denn da fehlt noch eine 0. Also ist das 5 Nullen dann? Insgesamt 5, ja. Also an der Stelle. Also insgesamt sind es noch mehr, weil da sind ja nochmal 2 mal 0 insgesamt drin. 2, 3, 4, 5. Okay, und dann nach dem 5 Nullen kommt die 9, 2. Ja. Dann kommt die 0, 0. Ja. 1, 8. Hm. 9, 6, 3. Ja, genau. Hm. Okay, also habe ich mitbekommen. Gut, das ist die Landes-Berliner Bank, wurde bei mir bestätigt. Sie sind auch selbst der Kontoinhaber. Hm. Okay, so Herr Steiner, wie gesagt, Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro bekommen Sie nach 3 Monaten. Bis dahin werden Sie mit Ihrer dritten Prämie 3 Monate lang an unserer Sonderaktion dabei sein. Das bedeutet, dass Sie mit einem Vorteilszertifikat, die eine 100%ige Gewinngarantie beinhaltet, jeden Mittwoch und jeden Samstag pro Ziehung mit jeweils 120 Tipps ein. Aha, also es geht um Lotto. Tja, und das absolut Wahnsinnige hier ist, ich habe eine 100%ige Gewinngarantie. Mhm. Naja, also zum Ersten, beim Lotto kann man keine 100%ige Gewinngarantie geben, denn Lotto ist Zufallssystem, je nachdem wie die Zahlen halt fallen, ne? Aber davon mal abgesehen, mit diesem, mit dieser Garantie, die man hier bekommt, will man eigentlich nur Sicherheit vorgaukeln und so tun, als wenn man irgendwo nicht gewinnt. Das heißt, sie sagen ja nicht, wie viel man gewinnt, man hat halt nur eine Gewinngarantie. Und irgendeine Zahl wird ja schon dabei sein, um da 10 Cent rauszukriegen. Hat man allerdings jetzt 10 Cent gewonnen, dann gilt diese Garantie ja nicht mehr. Tja, und wer rechnen kann? Das olle Lotto kostet mehr, als ich da eventuell gewinne. Dann nützt mir so eine 100%ige Gewinngarantie auch nichts. Plus 10 mal Spiel 77 an der Deutschen Lotterie 6 aus 49 und so wie zusätzlich jeden Freitag mit 30 Tippreihen bei der Eurojackpot Lotterie Europas teilnehmen. Hier werden ebenfalls alle erzielten Gewinne auf Ihr Konto gutgeschrieben. Ja? Also habe ich da jetzt noch Lottoscheine gewonnen. Genau. Sie bekommen monatlich Lottoscheine im Wert von 1600 Euro.
Die nette Tante sagt mir jetzt ernsthaft, dass ich die Lottoscheine gewonnen habe. Tja, komisch, dass ich sie dann aber, gleich wie ich es noch in Erfahrung bringen werde, dann doch bezahlen soll. Da scheint wohl irgendwas faul an der ganzen Geschichte zu sein und dass ich da überhaupt was bezahlen soll, ist halt auch einfach der einzigste Grund, warum man mich überhaupt anruft. Denn es ist absolut logisch. Niemand ruft euch an, weil er euch irgendwas schenken möchte. Herr Steiner. Das ist eine Menge, ja. Und wie gesagt, hier waren ebenfalls alle erzielten Gewinne auf Ihr Konto gutgeschrieben. Sollen Ihre persönlichen Zahlen für den Einzeltipp, mit diesem Sie jeden Samstag zusätzlich an der Deutschen Lotterie 6 aus 49 teilnehmen, sind bereits vorreserviert. Möchten Sie Ihre persönlichen Glückszahlen selber nennen oder soll es der Zufallsgenerator für Sie bestimmen? Ja, ich bin bereits vorreserviert. Also die Zahlen oder das Paket oder dieses tolle Angebot. Ja, das ist nichts anderes als Blabla. Das ist für niemanden irgendwas reserviert, weil letztendlich, wer verkaufen will, hat genug Stückzahl und nicht irgendwas mit Reservierung. Es ist absolut Blödsinn und soll sich einfach nur wieder schön anhören, dass man dieses Wort verkaufen und sowas alles einfach irgendwie umgeht. Da nehme ich eigene Zahlen, denn... Okay, dann 6 Glückszahlen von 1 bis 49, Herr Steiner. Wie viel müssen das sein? 6. 6 Zahlen von 1 bis 49. Genau. Dann nehme ich erstmal die 17. Die 17? Ja, dann nehme ich die 19. Ja. Dann die 92. Bis 49 gehen die Glückszahlen. Achso, na dann machen wir 92. 92. Okay. Die 9 und die 2. Noch 2 Stück. Noch 2 Stück. Dann nehme ich die 77. Bis 49 gehen die Glückszahlen. Ach ja, das habe ich vergessen. nehmen wir noch die... Also, wir haben jetzt die 2. Die 9, 17, 19. Ja, genau. Und dann noch die 33. Die 33. Okay, und noch eine. Ach, noch eine. Nehmen wir, geht die 7 noch? Die 7 noch. Okay, dann haben wir es jetzt. Und ein Superzahl von 0 bis 9. Achso, aber da darf nur eine Zahl sein. Nur eine Zahl, genau. Von 0 bis 9. Ja, was kann man denn als Superzahl so nehmen? Von 1 bis 9, was Sie möchten. Dann suchen Sie sich da mal eine aus. Sie können ja auch die Zahl 7 zum Beispiel eintragen, wenn Sie möchten. Ja, Superzahl. Dann nehmen wir die, ja. Okay, dann habe ich das hier eingetragen. Okay, also ich nenne Ihnen die einmal, die 2, 7, 9, 17, 19, 33 und die Superzahl für den Jackpot lautet 7. Genau, ja, die nehme ich. Dabei diese Sonderaktion, das allgemeine von diversen großen Werbesponsoren finanziert wird, übernehmen Sie dabei nur eine minimale Service- und Bearbeitungsgebühr für den monatlichen Rundumschluss der kompletten Dienstleistung. Na Mensch, da hat sie doch super zusammengefasst, dass das Ganze hier nur Verarsche und Beschiss ist. Tja, eine Rundum-Servicegebühr. Mensch, das haben wir uns doch schon immer gewünscht. Ich kaufe mir hier also kein Lotto, sondern ein schönes Servicepaket mit irgendeinem Scheiß. Und naja, ich frage mich, was ist jetzt hier eigentlich der Service? Ich meine, jetzt haben wir hier nur ein paar Zahlen eingetragen und das war's ja dann eigentlich schon. Mehr Service bekomme ich ja dann nicht, weil die Scheine werden dann automatisch gedruckt, wenn ich das da bestelle. So, aber es wird hier angepriesen, als wäre es irgendwas Besonderes. Dabei könnt ihr das an jedem Kiosk um die Ecke auch bekommen. Und wahrscheinlich sogar günstiger, ich weiß es nicht. Aber vorerst bekommen Sie innerhalb von 2 bis 3 Werktagen per Post die kompletten Unterlagen
mit einem Vorteilszertifikat sowie die beiden Reisen und ein Exemplar der AGBs. Somit haben Sie die Gelegenheit, alles auf seine Richtigkeit zu überprüfen, Herr Steiner. Ja? Was ist denn ein Vorteilszertifikat? Vorteilszertifikat heißt, dass es auf Ihren Namen personalisiert, was eine 100%ige Gewinngarantie beinhaltet, Herr Steiner. Ach so. Das wird mit dem Unterlagen zugestellt. Und wer hat das Zertifikat ausgestellt? Ja, diese, wo Sie jetzt 3 Monate dabei sind bei der Sonderaktion, okay. Herr Steiner. Hm. Tja, also die nette Tante erklärt mir gerade, das Vorteilspaket oder dieses tolle Vorteilszertifikat hat also die Firma ausgestellt, die mir das hier verkaufen möchte, beziehungsweise die das anbietet. Aha. Seit wann können Firmen ihre eigenen Zertifikate ausstellen? Ist ja, als würde ich jetzt sagen, so, ich habe jetzt sehr gut, Stiftung Warentest brauchen wir nicht, habe ich mir selbst so ausgestellt, das Zertifikat. Mhm. Toll. Also keine Ahnung, wie man auf so einen Bullshit kommt, aber scheinbar scheint es ja zu funktionieren und der ein oder andere findet es glaubwürdig, was da so am Telefon so von sich gegeben wird. Genau. Und wie gesagt, so wie ein Exemplar der AGBs, somit haben Sie die Gelegenheit, alles auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Und daraufhin erfolgt dann am 15. Dezember 2021 die erste Abbuchung für den monatlichen Service- und Bearbeitungsgebühr von 74,90 Euro. Na und wie praktisch, dass die Tante ja schon die Bankdaten hat. Da braucht man ja gar nicht weiter groß drauf eingehen. Aber mal davon abgesehen, tja, schön, dass sie mir die AGBs zuschicken möchte und ich, mal davon abgesehen, dass das sowieso so sein muss, aber sie erzählt mir, dann könnte ich alles nochmal auf Richtigkeit überprüfen. Naja, nur da wird halt auch nichts mehr großartig von den Gewinnen da drin stehen. Und selbst wenn, naja, dann sind es halt eben die Preise, die kein Mensch braucht, weil sie einfach überhaupt nichts wert sind. Und dann kann man ja da so viel reinschreiben, wie man möchte. Naja, interessante Interpretationen von dem, was sie hier so alles von sich gibt, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall Wahnsinn, dass da auch Menschen drauf reinfallen. Allerdings haben wir ja hier jetzt nun mal eine Deutsche dran. Und es ist höchstwahrscheinlich auch ein Callcenter aus Deutschland, was sich halt im Grenzbereich bewegt der Legalität. Das heißt, dieses Callcenter darf das zwar tun, was sie da machen, allerdings nicht bei mir, weil ich habe keinen Double Opt-in gegeben. Naja, gut, das interessiert die Firmen ja in der Regel nicht, weil der Kunde muss auch das Ganze erstmal überhaupt zur Anzeige bringen. Um das zur Anzeige bringen zu können, muss ich auch wissen, mit wem ich da telefoniert habe. Tja, und da man die nicht zurückrufen kann und die nicht erreichbar sind und die mir auch ihren Firmennamen nicht so wirklich gesagt hat, außer irgendwas Erfundenes, tja, könnte ich höchstens die Lottogesellschaft verklagen, aber das war's dann eigentlich auch schon. Letztendlich können die dann wiederum das Ganze weitergeben. Tja, aber ein Problem haben wir in Deutschland. Wer klagen möchte, braucht dazu Geld. Hat man kein Geld, hat man das Geld, was man da reingesteckt hat, hoffnungslos verloren. Es gibt zwar Gerichtskostenbeihilfe und so einen ganzen Tralala. Naja, aber ich sag mal, die allermeisten Menschen in Deutschland sind genau an der Grenze, dass man das nicht mehr bekommt. Und auf der anderen Seite, dass so ein Verfahren zu teuer sein könnte. Rechtsschutzversichert sind in Deutschland ziemlich wenige. Weil so eine Versicherung kostet halt auch wieder Geld. Und so schließt sich letztendlich der Kreis. Wer sich das Klagen nicht leisten kann, fängt damit eben auch nicht an. Und ja, wenn da einer von 1000 ein bisschen rummeckert, entweder findet er die überhaupt gar nicht erst oder die Strafe ist halt so klein, dass er sich darüber kaputt lachen und einfach weitermachen. Und am 15. Januar beginnt für Sie die Sonderaktion, geht 3 Monate. Nach Ablauf der 3 Monate bekommen Sie dann, wie gesagt, Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro. Entweder in Form von 500 Euro in bar oder einer 8-tägige Flugreise im Wert von 799 Euro. Ja, also entweder 500 Euro in bar oder eine 750 Euro Flugzeugreise. Ich kann euch sagen, was ihr bekommt. Und zwar die Flugzeugreise. Bargeld bekommt ihr 100% nicht überwiesen, weil man will ja bei euch was abbuchen und nichts draufpacken. Die Flugreise, die ihr da allerdings bekommt, naja, die könnt ihr euch quer irgendwo reinschieben, weil, ja, es dient allenfalls als Toilettenpapier, auch wenn es dafür eigentlich schon viel zu schlecht ist. Ich habe aber jetzt noch nicht verstanden, wie jetzt Abbuchung. Sie haben ja gesagt, ich habe was gewonnen. Genau. Ja. Sie haben 2 Reisen,
Minus 500 Euro und die tolle Sonderaktion erzielt, Herr Steiner, die Lotterie. Das ist schon alles für Sie finanziert. Und das Einzige, was auf Sie zukommt, ist ein Service- und Bearbeitungsgebühr, was am 15. Dezember 2021 74,90 Euro fällig ist von Ihrem Konto, Herr Steiner. Und das wird nur einmal abgebucht, oder wie? Sie erhalten jeden Monat erneut einen gesamten Rundumschlag der kompletten Dienstleistung. Aus diesem Grund ist es monatlich, Herr Steiner. Also ich frage mich jetzt, wo da die Dienstleistung ist, wenn ich an einem automatischen Lottospiel teilnehme. Da arbeitet keiner für mich. Das machen Computer. So funktioniert Lotto heute. Da steht auch kein Mensch und macht da irgendwas für euch. Tja, aber hier wird es wieder so angepriesen, als wäre es irgendwas ganz, ganz Tolles, was ihr da bekommt. Nur letztendlich geht es hier eigentlich nur um Lotto, um nichts anderes. Gewonnen habt ihr überhaupt nichts. Ihr habt zwar an einem Gewinnspiel dafür vielleicht teilgenommen, naja, aber man merkt ja hier raus, es geht eigentlich nicht ums Gewinnspiel. Also nur um Lotto. Ist ja auch ein Gewinnspiel, aber so kann man davon wieder ablenken. Naja. Aber Sie sind alle 3 Monate abgesichert. Das heißt, da Sie einer von den ausgelosten Kandidaten sind, erhalten Sie eine 100%ige Gewinngarantie in Form eines Zertifikats, welches personalisiert auf Ihren Namen ausgestellt wird. Damit wird gewährleistet, dass Sie garantiert jeden Monat an der Lotterie Gewinne erzielen werden. Und mit Ihrem Zertifikat sind Sie zusätzlich mit einer Geld-Zurück-Garantie abgesichert. Das bedeutet, sollten Sie monatlich an der Lotterie keine Gewinne erzielen, so wird Ihnen der monatliche Beitrag für den jeweiligen Monat in Folge wieder zurückerstattet. Das ist Ihre Garantie, sowohl dann auch gleichzeitig Ihre Sicherheit. Nee, ist es nicht. Denn es ist vollkommen logisch, dass wenn man mehrmals im Monat Lotto spielt, dass man innerhalb diesen Monats auch wenigstens einmal ein paar Cent gewinnt. Und sobald ihr einmal ein paar Cent gewonnen habt, ist das Ding gelutscht. Dann war's das mit der 100% Geld-Zurück-Garantie bei Nicht-Gewinnen. Denn das Nicht-Gewinnen, das wird hier ja auch gar nicht näher definiert. Na und was ist da jetzt der Service? Bitte? Na, Sie sagten, das ist eine Servicegebühr. Und wo ist da jetzt der Service? Genau. Das erkläre ich Ihnen. Für den Bereich erwähnt Leistung ist im Grunde gesehen, wie gesagt, der monatliche Beitrag 74,90 Euro, die Service- und Bearbeitungsgebühr, weil bei dieser Sonderaktion müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir als Verwaltungsservice übernehmen für Sie die kompletten Zusammenstellung, kümmern uns um die reibungslose Abwicklung, kaufen Ihre Zahlen dahin ein und leiten diese ordnungsgemäß an die staatlichen Landeslotterie weiter. Wir informieren Sie per Post kurz vor der Erzielung über die getippten Zahlen und erstellen nach jeder Runde Ihren monatlichen Gewinnreport und leiten diesen ebenfalls an Sie weiter. So können Sie auch selbst verfolgen, ob Ihre Zahlen gewonnen haben. Und ganz wichtig, die Auszahlung der Gewinnsumme wird monatlich von unserem Treuhänder auf Ihr Konto gutgeschrieben, Herr Steiner. Mhm. Was ist ein Treuhänder? Bitte? Was ist Treuhänder? Treuhänder heißt, das, was Sie jeden Monat, was Sie bei der Lotterie gewinnen, wird von unserem Treuhänder auf Ihr Konto gutgeschrieben. Und falls Sie nichts gewinnen sollten, wird aus Ihrem Konto wieder zurückerstattet. Das ist der Treuhänder, der das Ganze für Sie macht. Okay. Jetzt höre ich Sie nicht mehr. Doch jetzt. Also, okay, Herr Steiner, der Ablauf ist ja so, dass Sie erst in den nächsten 2 bis 3 Werktagen die kompletten Unterlagen bekommen. Mit Ihren beiden Reisen, mit Ihrem Vorteilszertifikat und ein Exemplar der AGBs. Somit haben Sie alles schwarz auf weiß vorliegen, haben die Gelegenheit, alles auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Die erste Service- und Bearbeitungsgebühr ist erst am 15. Dezember oder wenn Sie möchten, kann ich auf Ihren Wunsch am 1. Januar verschieben. Vorher wird er nicht abgebucht. Na, so, dass ich meinen Gewinn dann am schnellsten bekomme. In 2 bis 3 Werktagen bekommen Sie schon die beiden Reisen zugestellt, Herr Steiner. Ach so, ja. Na, dann ist egal. Okay, gut. So, sollte da irgendwelche Fragen auftauchen, in den Unterlagen sind Kontaktdaten dabei. Sie können von Montag bis Freitag zwischen 10 bis 17 Uhr jederzeit auf sich kontaktieren. So, ist jetzt soweit alles für Sie verständlich? Gibt es irgendetwas Unklares? Weiß ich nicht, ich denke. Okay.
Gut, wie gesagt, nachdem Sie die Unterlagen bekommen haben, sollten Sie gleiche Fragen auftauchen, können Sie sich ja auch melden, Herr Steiner. Ich bin die Frau Stein. Merken Sie sich meinen Namen, bei dieser Sonderaktion werde ich Sie 3 Monate lang begleiten, ja? Mhm. Ich frage mich hier so ein bisschen, wie Ihre Begleitung denn die 3 Monate lang aussehen soll. Meint sie damit, sie ruft mich 3 Monate lang ständig an und will mir irgendwas Neues aufquatschen, oder was soll jetzt hier die Begleitung? Ich meine, eins ist klar, wenn ich da irgendwo ein Abo abgeschlossen habe, meldet sich nie wieder einer bei mir. Weil dann läuft halt das Abo. Und es läuft auch nicht nur 3 Monate, sondern es verlängert sich auch automatisch. Gut, dann kommen wir zu einer Sicherheit für Sie, danach bin ich auch fertig. Nachdem wir aufgelegt haben, bekommen Sie einen Kontrollanruf von unserer Vermittlungsgesellschaft FASTIM, die eine elektronische Bandaufzeichnung mit Ihnen durchführen werden. Dies dient zur Überprüfung meiner Arbeit, ob ich Sie auch wahrheitsgemäß informiert habe. Dort wird nochmals ein Datenabgleich durchgeführt. Um Missverständnisse und Fehler zu vermeiden, werden Sie aufgefordert, Ihr Geburtsdatum und Ihre Kontonummer anzusagen. Ferner wird man Ihnen die Zusendung der Reisen sowie die Unterlagen erwähnen, Herr Steiner. Ja, und die Daten, die soll man da einfach nur nochmal freiwillig nennen, damit es so klingt, als würde man den ganzen Bums hier überhaupt selbst wollen. Tja, aber dabei wollte man ja eigentlich nur was gewinnen. Nun, du gibst da dafür Geld aus. Schon ein bisschen kurios, weil wenn ich mich an einem Gewinnspiel beteilige, dann ist das in der Regel kostenlos. Kostenpflichtige Gewinnspiele, das ist dann Lotto. Also nach meiner Definition zumindest. So, und wir weisen Sie auf die AGB von unserer Vermittlungsgesellschaft FASTIM hin, die auf der Webseite von FASTIM zu finden sind. Ein Exemplar der AGB werden Sie in den nächsten Tagen auch in Ihren Unterlagen. Haben Sie noch eventuelle Fragen, die ich Ihnen gerne beantworten würde, da die Kontrollabteilung für die Beratung nicht zuständig ist? Ja, wie lange machen Sie denn schon den Betrug da am Telefon? Was heißt das denn jetzt Betrug, Herr Steiner? Ja, das ist ja Betrug, was Sie machen. Erstens ist das Kaltakquise, das ist illegal. Das zweite ist, Sie rufen mich mit einer Handynummer an, die gespooft ist, die nicht rückrufbar ist. Das ist auch illegal. Und dann ist das hier ein versteckter Werbeanruf mit irgendwelchen Prämien, die nicht mal das Geld wert oder nicht mal Papier wert sind. Und das geht eigentlich und allein eigentlich nur darum, mir ein Lotto-Abo an die Backe zu nageln. Ja, genau so sieht's aus. Aber dann war sie auch ganz schnell weg. Wahrscheinlich, weil wir sie auch wohl auf frischer Tat ertappt haben. Denn was anderes als eine Kaltakquise und ein Lotto-Abo war das hier auch überhaupt nicht am Telefon. Naja, wie dem auch sei. Zumindest haben wir hier endlich mal wieder eine ganz neue andere Masche. Oder was heißt neu? Lotto ist ja auch jetzt nicht neu. Die Masche an sich, die gibt's ja auch schon 1000 Jahre gefühlt. Aber naja, auf jeden Fall war das hier nichts anderes als ein versteckter Lotto-Werbeanruf. Für nichts anderes wurdet ihr hier angerufen. Naja. Ich hoffe, euch hat dieses mal abwechslungsreiche Video gefallen. Wenn ja, dann sprengt gerne den Like-Button nach oben, also das Däumchen, wäre ein Träumchen. Besucht gerne auch unsere Twitter-Seite unter CC-Abzocke oder Callcenter-Abzocke. Und lasst auch gerne ein Abo auf Twitter da. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit allen anderen Videos. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.